Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu LS22. Der Max ist ja auch irgendwo. Jo, es ist soweit. LS22 ist raus. Für euch dann ab dem 22.11. Wir können es am 19. Genau, wir können es am 29.11. spielen. wir können es am 19.11. schon spielen. Und deswegen heute schon mal eine Folge von uns. Und jo, wir starten in das Spiel rein. Wir haben jetzt hier schon ein bisschen angefangen, weil die erste Aufnahme ist RIP, die konnten wir wegschmeißen. Da lief im Hintergrund noch Epic, das hat es irgendwie mit aufgenommen, keine Ahnung, es war irgendwie alles fail. Jo. Wir haben schon die ersten Eindrücke gesammelt. Es gibt vieles Neues, das werden wir so Stück für Stück mal alles durcharbeiten. Der Markt ist neu angepasst worden, ist schöner aufgebaut, alles schön sortiert. Man kann mittlerweile auch so richtige, so eine Art Pakete kaufen. Wie zum Beispiel, wenn ich jetzt nach Getreide suche, alles, was ich für Getreide brauche, kriege ich dann hier vorgeschlagen. Eigentlich ideal und schön. Es gibt auch gebrauchte Sachen und ja, alles Mögliche. Wir haben jetzt angefangen, den Hof schon aufzubauen. Also, wir haben das Haus schon gekauft, die Halle gekauft, das Silo gekauft. Das Feld da hinten gehört uns, deswegen sind wir aktuell auch im Shop unterwegs. Haben uns schon den Class Trion gekauft. Wie gesagt, das war leider alles in der Aufnahme, die jetzt RIP ist. Wir wollen das aber jetzt noch nicht nochmal alles löschen, nochmal neu anfangen. Und der Max kauft gerade noch Traktoren, oder? Ein oder zwei Traktoren. Ich würde erst mal sagen, ja, wenn wir uns zwei leisten können, über zwei. Also das Ding, ich hätte jetzt, wir haben noch 557.000. Ja. So, der Traktor würde 230.000 kosten. Die Saatmaschine 159.000 und ein Hänger kostet. Was habe ich gemacht? Minus. Kostet 52.000. Da hätten wir noch 116.000. Hm. Und dann können wir quasi bloß einen Traktor kaufen. 116.000. Oder waren das schon zwei Traktoren? Ja gut, wenn ich kaufe. Nee, halt einer mal, nur. Dann kaufen wir halt erstmal nur einen Traktor. Ich meine, wir haben ja jetzt gleich was zum Abernten. Das können wir dann auch gleich verkaufen. Davon können wir dann schon gleich Einnahmen. Also ich würde halt nicht direkt irgendwas Kleines kaufen und dann irgendwann groß machen, sondern ich würde direkt ein bisschen mehr und dann. Ja, genau. Das hätte ich halt auch so gedacht. Das war gleich ein bisschen dann größer. Dann kaufe ich den Klaas. Haben wir dann eigentlich auch schon einen Grubber oder beziehungsweise Seemaschine oder sowas? Hast du schon mal eingerechnet, oder? Ja. Okay. Nee, ich habe einen mittelgroßen Traktor, wollte ich kaufen. ja, der ist mit im Drucker, im Grober mit, ist in der Saatmaschine dabei. Okay. Ich muss erst. So, Kennzeichen. Ich sag, wir sind mit der Steuerung, muss jetzt erstmal wieder ein bisschen klarkommen. Unser Hof war wo? Ach, unser Hof ist ja gleich hier unten, ne? Unseren Hof siehst du ja von hier aus. Da quer übers Feld. Hä? Ade. Ja. Kennzeichen. Achso, du kannst. Was hast du für einen Kennzeichentyp genommen? Das, wo die ganz vielen Zahlen und Buchstaben in einer Reihe sind. Also ohne Trennstriche. Ohne irgendwelche Länder, genau. Und sonst was. Genau. Also Typ 2. Was ich noch dazu erwähnen will, falls ihr das Spiel euch kaufen wollt, schaut mal in die Videobeschreibung. Das sind die Verlinkungen direkt zu Giants, wo ihr euch das direkt kaufen könnt. Damit unterstützt ihr uns dann halt auch ein bisschen, kostet euch halt keinen Cent mehr. Und würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr das auch ein bisschen nutzt. Ne, warte, ich muss 002 machen. Das drüben, ja, da, genau, das drüben ist unser Hof. Ich muss erstmal kurz übers Feld von Bauer Willi fahren. Pink hast du gemacht? Pink, ja. Also wir werden jetzt natürlich uns auch dann an Verkehrsregeln und so weiter helfen, allerdings jetzt erstmal nur, wie ich das Ding erstmal nur auf den Hof bringe. Was ich da durch. Aber ich passe nicht durch. Ja. So, dann brauchen wir einen Anhänger. Dann mit den. Guck mal, Fahrgestellfahrer. Alter, ich passe nicht durch. Der fett bist du geworden. Wieso haben denn die Bäume hier so scheiße? Ja, ich muss hier irgendwie durch, ansonsten müssen wir noch so eine komische Lafette kaufen. Wie ich einfach hier durchdrehen? Ich habe mich jetzt einfach rückwärts durchgedreht.
Und überall ein Kennzeichen dran machen. Ja, ja, das finde ich auch geil. Überall Kennzeichen dran. So, also das Feld da vorne gehört uns jetzt schon. Das ist auch schon fertig gewachsen. Das haben wir schon so gekauft. Punkt 0, 0, 3. Und wir spielen auf der... Was ist das? Französische Karte, ne? Ja, ja. Die genau, auf der französischen Karte. Nicht auf der amerikanischen, weil es sind zwei verschiedene Karten. Und... So, ich hätte auch in der Innensicht ein bisschen fahren, ne? Ja, die schauen schon echt schick aus, die Autos. Aber muss ich schon sagen, da haben sie schon echt gut gemacht. Wir mussten zwar lange warten, aber... Das ist die Saatmaschine. Also, brauche ich eigentlich auch noch... Ne, brauchen wir nicht, ne? Muss ich dir noch irgendwas mit rüberfahren helfen, oder kann ich schon anfangen abzuerden? Du kannst anfangen abzuerden, weil ich muss eh zweimal fahren. Nein! Wie, man kann ein Kennzeichen auch an der Saatmaschine machen? Jetzt habe ich das Standard gelassen. wo ist denn meine Garage? Also, wenn ich da nochmal irgendwie... Irgendwie... Ey, das schaut vielleicht viel schicker aus, ne? Das Ernten. Oh, warte mal, ich bin gerade ein bisschen lost. Nicht mal, gab's nicht irgendwo eine Garage? Gekaufte, hier. Kann ich das... Wahrscheinlich kann ich das vielleicht in der Werkstatt ändern. Ja, das ist möglich, ja. Die Saatmaschine hat jetzt ein anderes Kennzeichen. Also das Ernten schaut auf jeden Fall richtig geil aus. Das ist richtig cool geworden. Wie schalte ich einen Rückwärtsgang? Boah, du fragst mich Sachen. Ach so, groß ist das Feld gar nicht. Hier ist nochmal ein Weg dazwischen. Wie schalte ich denn den Rückwärtsgang? Weil ich hab's leider nicht zu dir. Ich weiß nicht, wie der Rückwärtsgang geht. Also ich habe ganz normal zurückgeschalten. Halt zurückgedrückt. So, es kann sein, dass es manuell eingestellt ist. Also. Wie du das natürlich eingestellt hast, weiß ich nicht. Ah, das sind Server-Einstellungen. Ja. Also ich hab ganz normal auf zurück. Ich kann es nochmal zurückfahren. Schick, schick. Schaut auf jeden Fall gut aus. Achso, die ganze Anzeige drin schaut schon echt. Ah genau, wir haben Seasons Mod ist ja auch drauf auf der jetzigen Version. Wir haben jetzt aktuell eingestellt, 2 Tage sind ein Monat, oder? Irgendwie sowas. Ja. Okay, also heißt quasi, wir haben 24 Tage, dann ist quasi immer ein Jahr. Das ist gut. So, erstmal gucken, wie das da abläuft. Egal, muss ich später gucken, wie das geht. Ich hab jetzt auch umgestellt. Ach, du meinst wegen Hin- und Herschalten? Ja. Wollen wir die Karte nicht mehr groß machen? Ich habe vorhin auf 9 gedrückt. So, ich schicke mal Helfer rum, dann kann ich ein bisschen rumlaufen hier. Ja, bei Helfer gibt's auch irgendwas Neues, ne? Ich weiß nicht, ich habe einfach auf H gedrückt und habe losfahren lassen. Ja, es gibt so ein Helfermenü jetzt. Echt? Ja. Escape und dann ist das da, glaube ich, irgendwo. Nächstes Gerät aus. Helfer entlassen. Aktive Helfer. Ja? Bearbeitetes Feld. Was ist das alles? Wahrscheinlich. Ne, hier steht bloß aktive. Also, du kannst jetzt über die Karte kannst du den Job abbrechen. Also, musst es quasi nicht mehr ins Auto rein, sondern kannst es quasi über die Karte das. Den Job abbrechen von ihm. Hast du jetzt eigentlich noch, du hast doch gar kein neues Auto gekauft jetzt.
Ja, wir haben gesagt, wir haben noch einen Traktor. Achso, in dem sitzt du gerade drin. Okay. Lass mich rüber tippen, ich will auch mal reingucken. Aha. Also wir sind quasi jetzt auf Glas gelandet. Ich habe irgendwie Laufbarkeit. Brauchen wir den Beifahrer? Geht nicht? Hätten sie auch mal mit einfügen können, ne? Bist du besoffen oder was? Ich du fährst richtig Schlangenlinien. Also wächst hier Sonnenblumen, oder? Ja. Ah, die Feldfrüchte schon auch schon cool aus. Vor allem auch, wenn du jetzt durchs Feld so durchläufst, dass sie so umknicken und so. Schon nicht schlecht gemacht. Na gut, dann würde ich aber mal sagen, wir beenden das jetzt für die erste Folge. Lass auf jeden Fall ein Abo und ein Like da und dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Part und jo, bis dahin, ciao. Tschüss.